2012 muss die Liftgesellschaft am Hochkar Konkurs anmelden. Die NÖBBG pachtet sofort den Betrieb, um die Wintersaison vorzubereiten. Mit der Schröcksnadelgruppe wird eine gemeinsame Auffanggesellschaft vereinbart. Die NÖBBG steigt auch bei den Ötscher-Liften von Schröcksnadel ein. Hochkar und Ötscher werden so in einem Kartenverbund und von einem Managementteam geführt. Eine Gruppe regionaler Unternehmer und Johannes Putz investieren am Hochkar mehr als 6 Millionen Euro in das Yoshi-Sporthaus samt neuem Skiverleih, später in den Almgasthof. Im Jahrhundertwinter 2019 gelingt es den Liftgeschäftsführern Rainer Rohregger und Andreas Buder, die beiden Skigebiete unter Einsatz von schwerem Gerät wieder flott zu bekommen. Es folgt eine Werbekampagne des Mostviertels und der beste Februar aller Zeiten. Derzeit wird von Gemeinde und Land Niederösterreich die Hochkar-Alpenstraße erneuert. Eine touristische Lebensader für die ganze Region. Die Annaberger Lifte investieren nach Übernahme durch die NÖBBG 2011 in die Basisinfrastruktur, unter anderem in die Beschneiungsanlage bei den Fahrbodenliften, jenem Teil des Skigebiets, der direkt mit dem Ortszentrum verbunden ist. In den Wintern darauf stellt sich jedoch heraus, dass dort Strömungsverhältnisse und Geologie den wirtschaftlichen Betrieb von Doppelsessellift und Verbindungsschlepplift verunmöglichen. Die NÖBBG entscheidet 2016 schweren Herzens, die traditionellen Fahrbodenlifte stillzulegen. Dafür aber das höher gelegene Skizentrum Reidellifte mit einem zusätzlichen Speicherteich zu versorgen. Die Pisten werden dort auch für die Matthias-Starsky-Rennstrecke erweitert. Vor allem aber führt Geschäftsführer Karl Weber einen Ganzjahresbetrieb ein. Mit Sommer 2020 geht die Zipline Annaberg in den Vollbetrieb. Die Flüge sind sehr gut gebucht. Derzeit wird gerade das besonders für Familien spannende Almerlebnis am Hennesteck touristisch aufbereitet. Vor der Übernahme durch die NÖBBG 2011 investieren drei Standortgemeinden, bereits unter Geschäftsführer Gerald Gabauer, gemeinsam in das Skigebiet am Wechsel. Vor allem in die Erneuerung von Aufstiegshilfen und eine schlagkräftige Beschneiungsanlage. Mit der NÖBBG wird die Winterinfrastruktur weiter verbessert. Zum Beispiel mit Niederösterreichs einziger Skimovie-Strecke. Aber das große Ziel heißt ganzjähriger Tourismus. Dazu wird 2013 eine Mountainkart und Rollerbahn eröffnet und 2014 dann der Schaukelweg mit aktuell 17 Stationen. Die heutige Erlebnisalm Mönchkirchen wird ihrem Namen gerecht. Die Ersteintritte im Sommer haben sich in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt. Die Gastronomiebetriebe auf der Mönchkirchner Schwaig sind das ganze Jahr über gut besucht. Derzeit wird bei der Talstation in Mönchkirchen ein neues Servicecenter mit Ausrüstungsverleih, Shop und Pickup-Kassen errichtet. Der Linienbus hält in Zukunft dann direkt vor der Tür. Nachdem ein konventionelles Projekt zur Erneuerung des Skigebiets in St. Corona am Wechsel scheitert, geht die NÖBBG einen radikal anderen Weg. Die beiden Sessellifte werden 2014 rückgebaut. Investiert wird in ein alternatives Konzept. Die heutige Erlebnisarena mit Fokus auf Familien mit kleineren Kindern und ganzjährigem Betrieb. Die Beschneiungsinfrastruktur wird nachgenutzt, ein Familienskiland mit Förderband und Tellerlift neu errichtet, zudem ein Motorikpark, die Sommerrodelbahn Corona Coaster und der Erlebnisweg Coronas Ameisenpfad. Die Pachtgesellschaft mit Karl Morgenbesser nutzt 2016 das Förderband auch im Sommer. Kinder können kleine Trails und Holzhindernisse befahren. Daraus entwickeln sich die Wechseltrails. Ein Mountainbike-Angebot im Auftrag der Gemeinden im Wechselland. Ein neuer Bikelift ist eröffnet. Die Betriebe rund um die Erlebnisarena profitieren das ganze Jahr über von der vervielfachten Besucherfrequenz. Ein neues Familienhotel könnte entstehen. Seit 2013 ist die NÖBBG für das Regionalentwicklungsprogramm Bergerlebnis in Niederösterreich verantwortlich. Es gilt, die touristische Entwicklung von 9 Bergerlebniszentren zu steuern und zu koordinieren. Hauptzuständig ist bis 2018 Martin Stern. Ab da übernimmt Ralf Eisenhut. Alle Bergerlebniszentren erstellen in einem partizipativen Prozess für sich einen touristischen Standortentwicklungsplan und setzen diesen möglichst Schritt für Schritt um. Ganz zentral ist die Vernetzung, beispielsweise mit benachbarten Standorten, aber auch destinationsübergreifend. Im Leadership-Programm Die Alpineure werden gemeinsame Lernreisen unternommen. Der jährliche Analog setzt sich mit der Rolle der Digitalisierung in der Naturvermittlung auseinander. Derzeit läuft ein spezieller Infrastruktur-Call der Eco-Plus-Regionalförderung. Außerdem müssen die touristischen Standortentwicklungspläne evaluiert und für die Zeit nach der Pandemie neu aufgesetzt werden.
Mit nur wenigen Monaten Vorlauf entsteht 2013 am Hochkar ein Jufa-Hotel. Claudia Glück-Hofbauer von Beherbergung aktiv der EcoPlus begleitet, wie später auch beim Jufa Annaberg, den gesamten Verhandlungsprozess. Die NÖBBG übernimmt das ehemalige Schulskiheim Hochkar und revitalisiert in Zusammenarbeit mit der späteren Pächterin Jufa den gesamten Bettentrakt samt Küche und Sozialräumen. In 70 modernen Zimmern stehen insgesamt 242 Betten zur Verfügung. Ein Wellnessbereich wird dazugebaut, die Außensportanlagen erneuert. Ein besonderes Highlight sind die Klettersteige am Hochkar, die ebenfalls von der NÖBBG modernisiert und errichtet werden. Insgesamt werden mehr als 8 Millionen Euro investiert. Auch der Bund beteiligt sich als ehemaliger Eigentümer an den Kosten. Seitdem gehört das Jufa Hochkar Sportresort mit seinen jährlich bis zu 39.000 Nächtigungen sowohl im Winter als auch im Sommer zu den beliebtesten unter den mehr als 60 Jufa-Hotels. Als die NÖBBG 2011 die Annaberger Lifte übernimmt, ist ein Grundstück in unmittelbarer Nähe des Skizentrums Reidellifte an einen Hotelinvestor und Betreiber verkauft. Viele Jahre laufen bereits Bemühungen um eine Hotelentwicklung am Standort. Der Kaufvertrag wird rückabgewickelt und in Partnerschaft mit Jufa ein neues Hotel errichtet. Dafür mehr als 11 Millionen Euro investiert. Das Jufa Annaberg Bergerlebnisresort wird im Zuge der Landesausstellung Ötscherreich, die Alpen und wir 2015 eröffnet. Wie bereits beim Jufa Hochkar wird die NÖBBG von Martin Steuer, dem technischen Betriebsleiter in der EcoPlus, tatkräftig unterstützt. Eine Besonderheit des Jufa Annaberg ist die großzügige Gastronomie Reidelhütte, die auch Tagesgästen zur Verfügung steht. Ganz typisch für Jufa sind die großzügigen Spielbereiche. In 64 Zimmern stehen 208 Betten zur Verfügung. Das Jufa Annaberg ist immer gut gebucht. Davon zeugen bis zu 35.000 Nächtigungen jährlich. Gemeinsam mit den Destinationen unter Niederösterreich-Werbung entwickelt die NÖBBG von Beginn an Produkte und Angebote neu. Eines der ersten Projekte war Langlaufschnuppern, ein niederschwelliges Angebot, um einmal gut angeleitet Langlaufen ausprobieren zu können. Skischnuppern, Firmen und Gemeindeskitage folgen. Mit Verlagspartnern sind auch ungewöhnliche Projekte entstanden, ein La Loupe zu Niederösterreich oder das Büchlein Skifahren in Ostösterreich. Aus dem Blog Bin am Berg mit Wolfgang Kralitschek entwickelt sich ein eigener Podcast. Und mit Rausgehen von Fritz Hutter gibt es einen weiteren Podcast, der Gäste informiert und inspiriert. Markus Redl gehört zu den meistgelesenen Autoren auf dem Tourismuspresseblog von APA OTS. Außerdem ist er Gastgeber des Branchenpodcasts Pistenkilometer. Bereits seit 2017 beantworten Chatbots Gästeanfragen automatisch. Derzeit wird an einer Digitalisierungsoffensive der Bergbahnen gearbeitet, zur Erhöhung von Erlebnisqualität und Wirtschaftlichkeit. Der Nachwuchs für den Schneesport möchte gepflegt werden. Seit bald 10 Jahren kooperiert die NÖBBG dazu mit Blagusreisen. Die Initiative Volksschulen zum Schnee verdoppelt die Teilnehmerzahlen in der Primärstufe auf rund 15.000 pro Wintersaison. Jedes dritte Volksschulkind in Niederösterreich und Wien nimmt zumindest einmal an einem solchen All-Inclusive-Skitag teil, der auch vom Fachverband der Seilbahnen unterstützt wird. Derzeit wird an einem ähnlichen Format für den Sommer gearbeitet. 3 Jahre lang ist die NÖBBG auch Kooperationspartner für die Tut-Gut-Wintersportwoche. Gemeinsam mit den niederösterreichischen Skischulen wird die Snow Fun Academy ins Leben gerufen. Spezielle Angebote für bereits fortgeschrittene Kinder und Jugendliche. In Zusammenarbeit mit der Familienland GmbH finden jährlich Familienskitage statt. Sowohl bei den Seilbahnen als auch bei den kleineren Schleppliftgebieten. Zu Beginn der Corona-Pandemie schlägt die NÖBBG eine zentrale Projektkoordination für Ausflugsziele in Niederösterreich vor. Auch gemeindeeigene Sport- und Freizeitbetriebe sollen zu ihrer Covid-19-Prävention beraten werden. Isabella Hinterleitner leitet die Taskforce Sicher rausgehen in Niederösterreich des Wirtschafts- und Tourismusressorts. Innerhalb kurzer Zeit werden Handbücher mit Checklisten sowie Vorlagen für die Gästekommunikation, Hygiene- und Präventionskonzepte online gestellt. Individuelle Anfragen der Ausflugsziele werden über Nacht abgearbeitet, Nutzergruppen vernetzt und gemeinsam geschult. Für die Wintersaison gelingt ein Schulterschluss aller Skigebiete in Niederösterreich. Die Strategie der Kontingentierung und des Online-Ticketing, die enge Zusammenarbeit mit den Behörden und eine intensive Kommunikationsarbeit sind erfolgreich. Eine Web-App zeigt, auch bei Eislaufplätzen, freie Kapazitäten auf.
An dieser Digitalisierung wird derzeit weitergearbeitet.